Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um einen günstigen 3D-Ventilator, mit dem ihr an den kommenden heißen Tagen etwas kühle Luft in eure Innenräume bringen könnt. Ich habe euch ja vergangene Woche bereits einen großen 3D-Ventilator von Bersen vorgestellt. Dieser war natürlich auch preistechnisch etwas höher gelegen, weshalb mich viele gefragt haben, ob ich nicht etwas günstigeres noch habe, was auch eine sehr, sehr gute Leistung bringt. Und da bin ich auf ein Produkt gekommen, was ich als Vorgängerversion schon letztes Jahr getestet habe und wovon ich letztes Jahr schon sehr angetan war. Jetzt kam die Nachfolgergeneration. Es geht um den MyCarbon 3D Ventilator. Der kostet regulär 100 Euro. Es gibt allerdings derzeit einen 10 Euro Rabattgutschein. Den findet ihr bei Amazon unter dem Produktlink. Das heißt, wenn ihr das Ding haben wollt, nutzt diesen Gutschein auf jeden Fall. Dann könnt ihr diese 10 Euro sparen. Beim letzten Produkt ging es echt schnell und es war ausverkauft, von daher nutzt das definitiv. Den Link habe ich euch einmal in die Infobox gestellt. Bereits im letzten Twitch-Livestream haben wir wieder über smarte Klimaregulierung gesprochen und haben uns überlegt, was es denn für Möglichkeiten gibt, im Sommer auch möglichst günstig vielleicht mal etwas kühlere Luft in die Innenräume zu bekommen. Eine kleine Info für alle, bevor es losgeht. Heute Abend um 19.30 Uhr bin ich wieder für euch bei Twitch im Livestream. Seid da auf jeden Fall mit dabei. Es geht um alle aktuellen Themen aus der Technik- und Smart-Home-Welt. Wir werden uns Trends zusammen anschauen und natürlich könnt ihr alle eure Fragen wie immer im Chat stellen. Von daher würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr heute Abend mit dabei seid. Ab 19.30 Uhr geht's los auf Twitch und der Link zu meinem Twitch-Account natürlich einmal in der Infobox von diesem Video für euch. Was mich schon bei der ersten Generation des MyCarbon 3D-Ventilators begeistert hat, war, dass er unfassbar leise ist im Vergleich zu anderen Geräten und ich hatte noch keinen in dieser Preiskategorie, der leiser ist, was die Laufleistung angeht. Dieser hier schafft es, Räume bis zu 30 Quadratmeter effizient umzuwälzen. Das bedeutet, er schafft einen Luftstrom, wenn man das auf die Gerade nimmt, von bis zu 20 Meter. Das neue Gerät ist auch mit einem Echo-Mode ausgestattet. Das heißt, Echo-Mode und Schlaf-Mode sind hier fast das gleiche. Ihr könnt diesen Ventilator ohne Probleme laufen lassen, während ihr in der Nacht schlaft. Er ist so leise, dass ihr ihn nicht hören werdet und das trotzdem noch mit einer effizienten Leistung. Insgesamt schafft der Ventilator bis zu 1800 Kubikmeter Luft in der Stunde. Das ist wirklich jede Menge und besitzt 4 Windstufen, die ihr über das Touchpanel oder über die Fernbedienung steuern könnt. Über das Touchpanel könnt ihr dann auch den Turbo-Modus einschalten. Hier habt ihr natürlich die größte Luftdurchwälzung und schafft es am allerschnellsten, eine ordentliche kühle Brise in eure Räume zu bekommen. Ebenfalls könnt ihr Timer stellen bis zu 12 Stunden. Nach dieser Zeit stellt sich dann der Ventilator automatisch aus und auch für den Nachtmodus gibt es einen speziellen 1-2 Stunden Timer, wenn ihr nicht wollt, dass das Ding die ganze Nacht durchläuft. Ähnlich wie auch schon beim großen und etwas teureren Bersen-Modell haben wir hier natürlich auch wieder die 3D-Zirkulation. Dadurch wird einfach die Luftmenge perfekt im Raum verteilt und natürlich lässt sich auch der Winkel dadurch optimal einstellen, indem ihr einfach auf der Fernbedienung oder einfach auf dem Touch-Bedienpanel den Rotationskopf auf die gewünschte Winkeleinstellung bringt. Bei der Fernbedienung hat man die Distanz deutlich verbessert. Bei diesem Modell schafft ihr es bis zu 10 Meter Distanz zum Gerät zu haben und ihr könnt es immer noch aus jedem Winkel optimal bedienen. Hier hat man einfach die Antenne diesmal kreisrund angebracht, was natürlich auch den großen Vorteil hat, dass ihr nicht jedes Mal aufstehen müsst, wenn ihr das Teil umstellen möchtet oder ihr möchtet es an- oder ausschalten. Ich kann den neuen 3D-Luftkühlventilator von MyCarbon nur jedem empfehlen, der auf der Suche ist nach einem guten, günstigen, aber gleichzeitig auch effizienten Gerät. Hier schafft ihr es mit einem Gerät, was minus den Rabattcode 90 Euro kostet, eine optimale Leistung zu erzielen und vor allen Dingen für mich ganz große Vorteile, einmal die leise Motorlaufleistung, man hört das Ding kaum und natürlich auf der anderen Seite auch, dass ihr den Turbo einschalten könnt und da ist das Ding natürlich ultra effektiv. Denkt dran, wenn ihr den Ventilator haben wollt, es gibt ihn aktuell 10 Euro günstiger, den Rabattgutschein gibt es einmal bei Amazon unter dem Produktpreis, deswegen nutzt das definitiv und holt euch das Ding, bevor die Aktion vorbei ist. Link dazu, wie gesagt, einmal in der Infobox für euch.
euch. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details und den Link zu meinem Twitch-Account. Heute Abend, wie gesagt, um 19:30 geht es los im Livestream auf Twitch. Würde mich unfassbar freuen, wenn ihr dort dabei seid. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich würde mich unfassbar natürlich auch freuen, wenn ihr mir hier ein Abo dalasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Jeden Tag gibt es alle News, alle Reviews, alle Tests aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier auf meinem Channel auf YouTube als Video. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da, dann seid ihr auf dem aktuellsten Stand. Für Fragen etc. alles einfach einmal in die Kommentare oder gerne heute Abend im Twitch-Livestream, dann natürlich live, kann ich euch alles beantworten. Bis dahin freue ich mich unfassbar auf das nächste Video mit euch, wünsche euch bis dahin viel, viel Spaß mit der Technik. Passt auf euch auf, Leute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao!